Was ist ready? Ach so, Fall Guys ist bei dir ready. Okay, dann spiele ich die Runde schnell zusammen und dann versuchen wir das mal. Dann schick mir am besten vielleicht direkt eine Einladung oder so. Sind wir PS4-Freunde überhaupt schon? Ist alles nicht so leicht. Aber wenn nicht, dann schick mir eine Freundschaftsanfrage an Zeppoloni. Ach guck, Verbindungsabbruch, perfekt. Gutes Timing. Und dann machen wir das schnell. Weil ich befürchte, wenn ich auf Spiele einladen gehe, habe ich ungefähr 1 Milliarde irgendwie PS4-Freunde, die ich alle nicht wirklich kenne. Da finde ich dich nie im Leben. Aber es sind nur 56 davon online. Du musst mir nur sagen, wie du heißt. Scheint nicht so. Ach doch, genau so. Sind die überhaupt alphabetisch sortiert? Irgendwie nicht, oder doch? Eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Ach so, nee, warte mal, ich verstehe gar nichts mehr. Ich dachte, hier werden mir nur die online sind, angezeigt. Warum? Ah. Versuch du vielleicht doch mal, mich zu finden. Das ist, glaube ich, leichter. Ups, ich trinke währenddessen einen Schluck. Oh, mein Controller ist fast leer, sehe ich gerade. Da bist du nicht dabei, ne? Nö. Das sind doch schon ziemlich alte Freundschaftsanfragen. Das sieht man, wie lange ich hier nicht mehr drin war. Aber hier sehe ich dich leider auch nicht in der Liste. Kann es sein, dass wir nicht bei der PS4 befreundet sind? Aber dann schick mir noch eine Freundschaftsanfrage. Und ich starte schon mal eine Runde währenddessen. Wenn es diesmal geht. Mal schauen. Weil die dauern eh immer nicht so lange. Also kommt immer drauf an ein bisschen, aber so lange dauern die normalerweise nicht. Die Propeller Stage, die mag ich ganz gerne irgendwie. Die ist irgendwie nett. Vor allem, wenn man am Anfang Glück hat und nach vorne katapultiert wird wie bekloppt. Manchmal passiert's, das ist immer besonders schön. Ja, das war nicht schlecht. Yes! Oh. Stehst du auch wieder auf? Nein, er steht nicht mehr auf. Ah, komm schon. Autsch, autsch, autsch. Das ist mir hier an der Stelle, glaube ich, auch noch nie passiert. Aber die ist dafür, die ist gefährlich, finde ich. Nein! Oh, Gott sei Dank. Gerade noch durchgeschafft. Das ist nämlich eine miese Stelle. Da kann man lange hängen bleiben, wenn man Pech hat. Ja! Geschafft! Die Mörderabkürzung. Das ist echt richtig super. Wow, einer ist schon im Ziel. Mhm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich dachte, wir werden Erster heute, aber nicht ganz. Nein, nicht Sepuloni musst du, glaube ich, suchen. Ich heiße, glaube ich, Sepuloni offiziell bei der PS4, wenn mich nicht alles täuscht. Doch, doch. Also, warte, ich schreibe schnell in den Chat.
so schlagend. Und wie gesagt, die Einladung steht immer noch, für alle, die jetzt hier sind. Aber ich weiß schon, einige von euch spielen es am PC und noch gibt es leider keinen Crossplay. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ah. Und es geht weiter mit Kreisel. Die mag ich auch. Wie gesagt, die Rennen mag ich irgendwie alle. Ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie machen die Rennen einfach wirklich Spaß. Eigentlich komisch. Weil man macht nicht viel außer hüpfen und laufen. Kann man das nicht über alle Mario-Spiele sagen, dass man nicht viel macht außer hüpfen und laufen im Großen und Ganzen? Insofern... Hier fällt es gerade für mich echt schwer. Ah, ich habe die Namen versehentlich aktiviert. Deswegen war so viel Gewusel auf dem Bildschirm. Oh, der hat mich umgeschubst. Und da kommt noch ein Ball. Wie gemein. Nein. Schön. Die Blitzzwillinge! Nein, nur einer von den Blitzzwillingen hat es ins Ziel geschafft, der andere ist ausgeschieden. Jetzt werden sie getrennt, so kurz nach ihrer Geburt. Oder so. Aber das sind noch zwei echte Blitzzwillinge, die orange-türkisen da oben. Drillinge! Wow. Türkis-orange Blitzdrillinge. Ob das Zufall ist oder ob die sich kennen. Dass die das gleiche Farbschema, gleiches Muster und keine Klamotten anhaben, alle drei. Vielleicht ist das ein Clan. Meint ihr, das ist der erste offizielle türkise Blitzkringel-Fall-Guy-Clan, der sich gebildet hat? Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Das ist halt kein Spiel, denke ich mir gerade, jetzt wo ich so Blödsinn laber. Kein Spiel wie manche andere solche erfolgreichen Twitch-Spiele, die irgendwie großartig auf Turnieren gespielt werden können oder so. Kann ich mir jetzt zumindest gerade gar nicht vorstellen. Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es dann extra Turnier-Editions, nur mit sehr kontrollierbaren, kompetitiven Minispielen oder irgendwie sowas. Aber so auf den ersten Blick ist das schon eher was mit sehr viel Zufall und Chaos einfach. Das ist eigentlich nicht geeignet für so kompetitive Turniere. Zum Beispiel bei Rocket League oder ähnlichen solchen, so, ne, so Multiplayer-Online-Party-Spiele nenne ich sie einfach mal, weil mir bessere Worte dafür fehlen. Die gehen ja dann auch sehr oft in so eine professionelle, semi-professionelle, kompetitive Richtung mit Preisgeldern und sowas. Das sehe ich bei Fall Guy aktuell gar nicht. Oh nein, die Orange schafft es auch noch ins Ziel. Nein, Orange ausgeschieden. Das wäre lustig. Wenn das gehen würde, dass dann plötzlich eine Orange im Spiel ist und einfach nur rollt. Als, weiß ich nicht, Hindernis von
CPU gesteuert. Die Blitzdrillinge sind immer noch beide, alle drei Team. Die Drillinge sind beide noch da. Tja, der Drillinge ist beide noch da. Fußball. Ich meine natürlich Sturzball. Sturzball ist lustig, aber auch schwer. Oh Gott, riesige Teams diesmal. Stimmt. Mein Gott, 10 gegen 10, gegen 9. Unfair. 10 gegen 9. Juhu, ich bin im 10er Team. Ich beschwere mich nicht. Bin ich super. Das sieht nicht gut für uns aus aktuell. Oh nein, das wird ein Tor. Nein, oh Pfosten. Das war aber ziemlich gut geschossen von einem der Blauen. Muss man schon mal sagen. Nicht schlecht. Ziemlich gut gekopfballt, weil was anderes kann man ja hier eigentlich nicht. Oh, der Ball glitscht durch die Luft. Nein, ah. Wow, das war übel. Haben wir einen Torwart da hinten? Ja, wir haben einen. Gut, Taube, du bist ein Held. Nicht gut. Nicht gut, wie sich das hier entwickelt hat. Taube! Nein! Nein, es werden gleich zwei. Ein Eigentor noch hinterher. Na super. So lange, so hart gekämpft und dann sowas. Ich glaube, ich bleibe lieber hinten. Aber wir brauchen eigentlich zwei Tore, ne? Aber trotzdem. Irgendwie haben wir echt keine Defense. Okay, ich bleibe jetzt hinten. Ihr macht das schon. Ich bleibe hier. Nein, nein, nein. Ah, shit. Das wird nichts mehr. Außer wir schaffen es jetzt schnell. Wir haben noch 40 Sekunden. Jetzt müssen drei Tore her. Vier am besten. Zack, zack, zack. Rein damit. Rein mit dem Ball. Nein, oh Gott, was war denn das? Eins haben wir schon. Wir haben noch 16 Sekunden. Schnell, die beiden Bälle rein bei denen und dann sind wir in der Verlängerung. Oh nein. Ah, schade, schade. Aber es ist ein lustiges Minispiel. Das macht Spaß. Na? Und jetzt hat sich das Spiel aufgehangen, glaube ich. Okay. Dann kriege ich wohl für die Runden jetzt leider keine Belohnung. Aber dann schaue ich mal kurz zu den Freundschaftsanfragen. Werderhawk. Okay, jetzt sollte das auch funktionieren. Ah, doch noch. Hat sie noch gefangen, einigermaßen. Also jetzt versuchen wir das nochmal. Das würde ich nämlich eh gern testen, wie das dann, was das bedeutet, wenn man hier mit Teams quasi spielt. Ah, warte mal, du hattest Ciri, ne? Als Symbol. Aha, na also, bestätigen. Join Game, Einladung senden. Okay. Ich schau mal kurz zu den Outfits währenddessen. Ziehen wir uns mal um für den nächsten Kampf.
Ich habe irgend so eine vulkanische. Achso, warte mal. Machen wir mal. Irgend so eine vulkanische Farbe, so eine leuchtende, die finde ich auch ganz cool. Ist das wirklich die da? Die sah in einem anderen Muster irgendwie strahlender aus. Machen wir eine pinke Wassermelone. Ach ja, jetzt machen wir mal das Eulenkostüm, wenn wir es jetzt schon zusammen haben. Moment mal, ich glaube, das sind die Taubenbeine, das sind die Eulenbeine. Da passt jetzt das Muster gar nicht. Dann nehmen wir die Herzchenunterhose, die finde ich immer noch am besten. Okay. Nicht beigetreten. Nicht bereit steht da. Gruppenmenü. Ach so. Aha. Hat das jetzt schon funktioniert? Noch kein Plan von der Steuerung. X ist springen, 4 ist hechten, R, die R-Taste, R2 ist greifen. Das ist alles. Okay, ich glaube, wir sind schon in einer Gruppe, oder? Mir wird jetzt gar nichts angezeigt, aber ich bin jetzt mal bereit. Wahrscheinlich musst du jetzt auch noch auf bereit drücken oder so. Und dann geht's los. Aber komisch, dass man da gar nichts sieht, ne? Seltsam. Hallo, Xyoako. Wie geht's? Bei mir? Bei du siehst mich, oder wie? Ah, Espanol. Nee. Damit kann ich nicht dienen. Mach mal, du musst mal bestätigen, glaube ich. Du musst mal auf bereit drücken. Aber wirklich komisch, dass ich dir angezeigt werde, aber andersrum nicht. Du hast auf bereit gedrückt? Interessant. Da ist vielleicht irgendwas buggy. From Germany. Irgendwas stimmt da, glaube ich, nicht. Weißt du was, ich verlasse mal die Gruppe. Das geht irgendwie auch nicht wirklich. Oder doch, warte. Nee, das ist irgendwie komisch. Ich versuch's nochmal. Ich lade dich mal nochmal ein und dann versuchen wir es noch ein zweites Mal. Würde ich machen. Hey, danke fürs Followen. Thanks for the follow. Versuchen wir es nochmal. Weil das würde mich interessieren, ob bei deinen Teamspielen auch wirklich bevorzugt in die gleichen Teams kommt oder solche Sachen. Wäre cool zu wissen. Soll ich hier mal noch eine Farbe? Kaufen wir mal noch rot-weiß. Uni-Team. Na, von mir aus. Dann haben wir wenigstens weiße Unterhosen mit roten Herzen. Endlich! Weiße Unterhosen mit roten Herzen wollte ich schon von Anfang an haben und die gab's nicht. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber es ist die perfekte Farbkombination. Die perfekten Unterhosen. Yeah. So muss das sein. Wenn wir jetzt so schöne Unterhosen haben, nehme ich auch ein anderes Outfit dazu. Sehr schön. Jetzt ist es Kunst. Hey, da funktioniert was. Guck. Ja, jetzt funktioniert das. Okay, cool. Jetzt bin ich gespannt. Schon langsam, guck mal, mein Kamerabild wird ganz grieselig, weil es zu dunkel wird. Ich muss jetzt dann die Katzen reinholen. Die sind noch am Balkon. Da mache ich hier drin mal Licht. Ich will jetzt noch kein Licht anmachen, weil sonst kommen die Mücken. Mücken! Okay, Türlauf. Okay.
Ah, da hinten mit dem kleinen Symbol wirst du mir, glaube ich, angezeigt, oder? Kann das sein? Au. Ja doch, du hast jetzt so ein kleines Symbolchen über dem Kopf. Das ist nett, damit man weiß, wer du bist. Sehr schön. Das ist nett. Ach, das ist ja... Also ich meine, da bin ich wirklich in den Teams dann gespannt, in den Teamspielen. Können wir uns voll absprechen, voll cheaten. Die Eule, die Taube hat es ganz schön überschlagen gerade. Dann, Runde beendet. Sehen wir jetzt hier den Werderhock auch angezeigt irgendwie? Nicht wirklich, ne? Aber da unten ist er. Ich sehe ihn, aber nur weil ich seinen Namen angemacht habe. Markiert wird er sonst nicht. Okay, 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 cool. Naja. Ich glaube, wenn man das dann wirklich so in kleinen Gruppen irgendwie spielt und auch kommuniziert währenddessen, ist das, glaube ich, nochmal extra lustig, oder? Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht teste ich das mit Merlin mal. Die muss ich mal dazu zwingen, dass die das mit mir spielt, Mensch. Solange sie noch ihr kostenloses Probeabo hat, ihr PS Plus Probeabo. Weil zweimal PS Plus holen wir uns natürlich nicht. Um Himmels Willen. Im gleichen Haushalt. Zweimal PS Plus abonnieren. Das geht zu weit. Aber muss man ja fast, wenn man hier miteinander spielen will. Online. Paradoxerweise, obwohl wir nebeneinander auf der Couch sitzen. Also zu meiner Zeit hätte es sowas nicht gegeben. Komm schon. Rote Herzchen unter Hose der Macht. Katapultiere mich nach vorne! Ja. So, hier musst du dich mit R2 übrigens an der Kante festhalten. Das habe ich beim ersten Mal spielen überhaupt nicht gecheckt, nämlich. So. Mist. Aber ist okay. So, wenn man hier landet, ist nichts verloren. Im Gegenteil. Eigentlich auch gut. Das war natürlich ungünstiger. Ungünstiges Timing gerade. Ich wurde abgedrängt. Schiebung. Verleumdung und Cheaten und alles. Alle Vorwürfe, die man in so einem Spiel machen kann, mache ich. Anzeige ist raus. So. Ah ja, da, guck. Das wäre schön, wenn die Kamera automatisch dann die Teammitspieler, also die Gruppenmitglieder zeigen würde. Aber ich habe ihn gefunden. Du wirst beobachtet, Werderhock. Oh nein, ausgeschieden. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, und jetzt guckst du, musst du mir jetzt quasi noch zugucken, oder was passiert jetzt mit dir? Also du könntest wahrscheinlich aussteigen, aber sind wir dann noch im gleichen Team? Das ist die Frage. Ich habe gerade eingesehen, der hatte nur die Hotdog-Hosen an, aber kein Hotdog-Oberteil. Das sieht auch super aus. Das ist auch eine super Kombination, wenn man einfach nur so riesige Wursthosen anhat. Das ist toll. Oh, Eiergerangel schon wieder. Oje, oje. Okay, aber ich habe gelernt, in der Defense oben stehen und allen den Eiern aus den Händen schlagen. Das ist eine gute Idee. Das funktioniert ganz gut. Warte, dann rollt ein goldener... Nee, stehen bleiben im Namen des Gesetzes. Da hat einer von unserem Team ein Goldei gehabt und hat es zu dem Blauen gebracht. Das finde ich irgendwie nicht so gut. Was soll denn das?
Sofort stehen bleiben. Der kann doch nicht hier die Eier von uns klauen. Wir haben eh so wenige. Klaus doch bei den anderen. Sofort hier bleiben mit dem Ei. Hey! Ich hab gesagt, hier bleibt mit dem Ei. Haltet ihn! Nix da, Dino. Mein Ei. So. Nein. Mein Ei. Gib jetzt her. Gibst du jetzt das Ei her? Nein, er flieht. Haltet ihn. Hey, wo ist er denn hin? Okay, ist schon wieder drin. Sehr gut. Oh, nicht den gelben nehmen. Was macht er denn? Nein, lass das in Ruhe. Es eskaliert alles hier. Warte mal, wir haben zu viele Leute in der Defense gerade. Da funktioniert nichts mehr, da eskaliert nur noch alles. Dann gehe ich jetzt. Wenn ihr hier bleibt, gehe ich, okay? Gut, okay. Dann gehe ich Eier klauen, ist okay. Ja! Da fallen sie. 22. Dann kommt jetzt wahrscheinlich noch irgendwas vorm Finale. Ah, Blockparty wieder. Naja, okay, von mir aus. Machen wir das. Hey, Vorsicht! Da läuft auch einer mit einer weißen Herzchen-Unterhose rum. Der hat Geschmack. Nein, ich habe die falsche Seite gewählt. Oh, das wird mir zum Verhängnis. Ah, tatsächlich. Und raus. Tja, so kann's gehen.